So, herzlich willkommen von FOMO Adventure. Ja, Reise in Armenien geht weiter. Ich zeige euch wieder so einen kurzen Zusammenfassung von unserer Reise in Armenien. Ja, viel Spaß beim Schauen und geht gleich los. So, wir fahren quer durch Armenien. Armenien ist wie ein großer Berg. Man fährt da immer oberhalb von 800-900 Meter und meistens eigentlich über 1000 Meter. Auch hier sind wir wieder oberhalb. Wir fahren um den Berg, wie heißt Aragas. Aragas. Das ist, glaube ich, der größte Berg. Der ist bei 3-4 und ein paar verquetschte. Ja, da vorne seht ihr auch da diese Wandstücke. Da kann man auch draus lesen. Ursprünglich war das wie überall alles mal Wald. He? Ja, das dazu. Also ich muss mich korrigieren. Der Gipfel ist natürlich höher. 4090 hat insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Gipfel. Und man sieht ihn jetzt da rechts ein bisschen, aber der größere, der ist hinter den Wolken. So, ihr seht, da unten rechts ist eine Schlucht und die wollen wir morgen früh bewandern. Da unten sollen Bären leben und ab und zu sieht man einen. Und jetzt suchen wir da einen Schlafplatz, gerade neben der Schlucht wieder einmal. Die Angie spielt mit Apfel und der René schaukelt durch die Obstplantagen. Hier direkt am Canyon. Das ist mal eine Kulisse. Ja, wir sind hier direkt am Canyon beim Kloster Sakmosavang in Armenien und suchen gerade Schlafplatz. So, Wanderung in diesem wunderschönen Schlucht. Ganz klein oben am Berg, da ist das Kloster Sakmosavang. Von da sind wir jetzt gekommen und sind durch die Schlucht gewandert. Ist eine tolle Strecke. Am Anfang ein bisschen rough, also richtig rau, aber zum Schluss halt ein breiter Fahrweg eigentlich. Wir machen gerade Unterhaltung auf Zeichensprache in unserer Einladung hier. Klappt gut? Sehr cool. Und es gibt super Baklava. Afrika. Und Halva und Tee. Afrika. Und oder LLS. Gentale der Arsch. Bahn. Schumorka. Bahnenal. Oh, wir sind wieder zurückgebracht worden zu unserem Camper. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Karin unseren Camper gezeigt, der uns so nett eingeladen hat. So, da fährt unser einheimischen Taxi mit Karin. Er hat uns so nett jetzt hierher gefahren. Das war so freundlich. Die Sonne geht auf hier am Stellplatz bei der Mutter der Nation in Jerewan. Und der René ist schon am Morgenputz, damit wir heute auch möglichst viel Sonne ins Dach kriegen, in die Solaranlage. So, da hat einer 21 Meter runtergegraben. Irgendeinen Weinkeller oder einen Kartoffelkeller für seine Frau zu machen. Und es ist ein riesiges Ding. Natürlich ohne Baubewilligung. Und es hält immer noch. Ja, das ist Wahnsinn. Es gibt da so viele Gänge, ja, es lohnt sich wirklich das anzuschauen in Jerewan.
Also er hat 23 Jahre daran gearbeitet, mit 44 Jahren hat er angefangen, mit 67 ist er dann gestorben. Also da unten ein riesen Labyrinth, viele Gänge und da kann man echt die Orientierung verlieren, weil es einfach nicht aufhört. Also, jetzt geht es wieder hoch. Ich weiß nicht, was das für Stein ist da. Der ist hart, manchmal ist Sandstein, aber der ist jetzt wieder härter. Mann, oh Mann. Wir stehen hier im Camping und machen gemeinsames Essen. René ist der Herr über die Nudeln. Was gibt's denn Gutes? Spaghetti Bolognese. Das ist Spaghetti, das ist jetzt Sebastians Portion, oder? Wir werden jetzt hier den Stellplatz verlassen. Wir hatten jetzt fast 0 Grad nachts hier in den Bergen in Armenien. Und das sind unsere letzten Tage, so langsam hier Richtung Süden. Ja, jetzt werden die Motoren wieder angelassen. Es geht weiter hier vom 3G-Camping. Mit uns ist hier auch der Benny Goes Overland bestanden und die fahren weiter, genauso wie ich. So, wir waren jetzt 2 Nächte auf dem Camping und jetzt ist es aber richtig kalt geworden, 6 Grad in der Nacht. Und jetzt fahren wir so langsam in den Süden Richtung Iran. Aber ein paar Tage sind wir noch in Armenien. So, wir haben noch einen Abstecher gemacht zu den Symphony of Garni, diese besonderen Steine hier in Schlucht, wie heißt es? In der Assad-Schlucht. In der Assad-Schlucht. Ja. Und jetzt seht ihr noch schnell ein paar Fotos. Was hast du, ein Pferd gekauft? Ja, das Fohlen, oder? Kriegst du, wenn du, wenn es groß ist, kriegst du das Fohlen, stimmt's? Und der Blick vom Tempel runter in dieses Tal ist schön, wunderschön. Hinten sind diese Basaltformationen zu sehen mit diesen stiftartigen Felsen. Sieht toll aus. Tja, das gibt es bei uns auch nicht unbedingt, dass man zum Stellplatz erstmal durch den Friedhof fahren muss. Der ist einfach offen zum Durchfahren hier. Ja, und da steht nun der Christian mit seinem Benny Goes Overland. Der hat uns schon erwartet hier. So, wir stehen da an einem wunderbaren Platz. Vorher hat uns gerade die Polizei kontrolliert. Jetzt fährt sie zum Christian, Benny Goes Overland, und kontrolliert auch ihn, macht sicher noch ein Foto von den Pässen. Ja, und hier stehen wir, Friedhof, und da drüben ist der Ararat, jetzt nicht zu sehen, vielleicht morgen früh. We'll be right back.
wir sind in einer Kirche und in einem Loch unten. Jetzt ist ausnahmsweise mal niemand da, fast niemand, nur wir. Aber die kommen jetzt schon und ja, das geht da 5 Meter runter. Uiuiui. So, während wir hier diese Kirche vor dem Berg Ararat anschauen, warten meine Wölfe natürlich unangeleint da draußen. Und jetzt schauen wir mal. Ja, da sind sie ja. Jetzt haben sie mich entdeckt, weil Hunde dürfen nicht rein. Und jetzt Freude herrscht. Hoi Angie, ja, hoi Schatzi, hoi, ja. Ja, bin wieder da, hä? Fein, ja, fein. Also wir stehen vor dem Berg Ararat. Da auf dem Hügel habe ich übernachtet mit einer Top-Aussicht. Das Wetter ist aufgegangen, aber die Wolken hängen da am Berg momentan. Ja, der Camper, der hat schon auch Haftung, aber sieht schon steil aus, ja. Hat uns schon begeistert. War schön, hatte die Unterschiede geschieden. So, aber jetzt geht's weiter. Jetzt fahren wir noch runter hier am Friedhof wieder vorbei, an diesem ruhigen Ort, an dem wir hier gut übernachten konnten. Trotz kurz zwei Polizeikontrollen hat es halt noch gegeben, aber ganz freundlich. Ja, es geht weiter und unser Ziel geht weiter in den Süden. Wir wollen ja irgendwann bald im Iran sein. So, jetzt fahren wir durch wunderschöne Berglandschaft steil runter Richtung türkische Grenze, dann entlang Richtung Süden. Jetzt weiter in Süden und auf eine Nebenstraße und da seht ihr so typische armenische Häuser, wie man sie ganz viel sieht. Die meisten haben auch Tiere drin und ein bisschen Garten. So, die Berge sehen aus wie in Armenien und natürlich auch in Georgien. Da gibt es auch so Rote. Und die Straße ist extrem scheiße. Das sieht toll aus, diese Straße bei diesen speziellen Bergen. Wir fahren da hoch. Hier gibt es eine kleine Insel und genau hier fängt die schlechte Straße an, weil wir fahren jetzt nämlich durch Aserbaidschan. Irgendwie, ja, gehört das zu Aserbaidschan und jetzt ist eben auch die Straße schlecht, weil die niemand wohl bezahlen will und eigentlich die Armenier die vermutlich mehr nützen. Ja, es war natürlich auch ein Unsicherheitsfaktor, ob ich da überhaupt durchkomme und ob da ein Zoll ist, aber offenbar kommt man da durch. Also ich bolte da immer noch einen Pass hoch, die alten Autos kann ich sogar überholen, die sind langsamer. Sind wir wieder aus Aserbaidschan raus, ist das geil und jetzt ist die Straße auch wieder gut. Ah, das hat vorher gehopert und ja, das ist geil, okay. So, Passhöhe erreicht, jetzt geht's da runter, aber ich
ziemlich alles gebirgig. Links geht's hoch die Straße da, links drüben, da müssen wir hoch. Da geht's dann hoch, jetzt sind wir noch näher. Das sieht doch heiß aus. Diese Berge im Hintergrund. So, nach dieser Rüttelpiste sind wir wieder auf einer neuen Straße unterwegs. Mit etwa momentan 90 km/h, fünfte Gang, Motorbremse drin. Ich darf ja 100, jetzt bin ich dann fast bei 100. So, nochmal eine schöne Aufnahme von dieser wunderschönen Berglandschaft. Leider fehlt wie überall der Wald. Er ist weg. Schon vor Jahrhunderten vermutlich. So, jetzt sind wir rechts von der Hauptstraße abgebogen. Wir fahren da ins Tal nach hinten. Richtung Kloster Norabang ist das? Jawohl, weil wir da essen gehen und das Kloster dann irgendwann anschauen. Also zwischen den Felswänden, und da, ja, die Straße ist gut, aber noch nicht ganz fertig, aber sieht doch toll aus. Wir haben eine Nacht beim Kloster gestanden, jetzt fahren wir wieder runter zur Hauptstraße und genießen mit euch diesen wunderschönen Ausblick in diese Berglandschaft. Das ist einfach fantastisch. Mann, oh Mann, die Welt kann so schön sein, wenn da nicht der Mensch wäre. So, hier wird's eng. Das Wasser muss auch noch durch und wir auch. Aber top Straße neu gemacht, die führt nur zu diesem Kloster. Nochmal wunderschöne. Borotani. Borotani Pass. Wir fahren jetzt den Borotani Pass hoch und da oben liegt auch schon Schnee. Der ist auf 2. Ja, 344. 344. So, wir haben auf dem Pass Pause gemacht, gefrühstückt, wir sind spät frühstücken und jetzt hat es zugemacht, das Wetter, und jetzt flüchten wir vor dem Regen. Es hat gerade angefangen, weil ich habe den Camper erst gerade gewaschen, jetzt habe ich keinen Bock, wieder alles schmutzig zu machen. Ja, wir sind da auf etwa 2000 Meter oben und sieht toll aus, oder? Ja, guckt euch die Alpen an, das wusste ich auch nicht, dass das so gebirgig ist. Die Alpen? Ja, das sind Alpen. Die Alpen stehen vor euch. Alpen, die Alpen, sieht das nicht toll aus, ey. Also der größte Teil von Armenien ist einfach ein Berg mit verschiedenen Gipfeln. Was ist denn das hier? Das LKW-Treffen. Richtig runter ins Tal, eine andere Straße, nicht die an Aserbaidschan vorbei, weil da ballert sie und ich weiß gar nicht, ob die gesperrt ist. Deshalb fahren wir da eine Nebenstraße, die ist nicht immer gut. Amas hinter Kamas.
Wir stehen jetzt hier im Tal an der Devil's Bridge und der René hat gleich die iranischen LKW-Fahrer angequatscht. Weiß nicht, was er von ihnen will, aber vielleicht versucht er jetzt schon günstiges Diesel zu bekommen. Wer weiß, wer weiß. So, unterwegs hier an der Schlucht treffe ich die ersten Iraner. Jawohl, super. Jetzt geht's bald los Richtung Iran. Tja, und wer glaubt, also hier in Armenien gibt's auch LKWs, die wir sonst von zu Hause kennen. Ja, was gibt's hier noch? Hier gibt's auch noch eine Seilbahn. Und wer hier Lust hat, bei den Wings of Tatev über dieses ganze Tal zu schweben, dann viel Spaß. Aber ist ein modernes Modell. Angie kennt sowas anscheinend nicht. Die muss man gleich mal ordentlich verbellen, weil die hier einfach auf unseren Platz hineinfährt. Einfach so. Angie, das ist eine Gondel. So, die erste Panne auf einer Bergstraße, wo der Motor zu heiß, und zwar weil ein Schlauch abgefallen ist, hat es angefangen zu piepsen, sofort angehalten, sofort Wasser aufgefüllt, wieder runtergekühlt, war etwa bei 110 Grad zum Glück, nicht 120. Da muss man immer sofort reagieren. Ich bin jetzt da gerade am Wasserfüllen, schon 10 Liter gingen rein, jetzt hat es sich wieder abgekühlt. Da oben am Pass treffen wir wieder den Bendigo's Overland und die Mankai Travel. Alle vier mal kurz wieder zusammen hier. So, ich stehe jetzt hier gerade auf dem Pass, der letzte Pass vor der Grenze, 2500 Meter hoch. Und die Panne habe ich erledigt in 10 Minuten. 15 Liter Wasser. Eine Spritzkanne voll, ein bisschen mehr, also 1,5 und Kühlerschlag natürlich wieder hingemacht und dann ging es wieder los. Zum Glück habe ich sofort reagiert, bei 110 Grad, da passiert noch nichts. Und jetzt sind wir dann bald unten an der Grenze und da übernachten wir noch. So, das war der Benny Goes Overland. Fährt ein bisschen langsamer wie ich, habe ihn jetzt überholt. Uiuiuiuiui, der ist gekippt, hey. Wahnsinn! Wahnsinn, hey! Ein Menzi, amerikanisches Kriegsmodell fast, ja. Ja, keine Ahnung, der ist wohl zu schnell um die Kurve, Bremse versagt, irgendwas muss da gewesen sein. Blöde Kuh, du! Hat sich wieder unten in Megri, oder wie heißt das? Megri, ja. Die letzten schönen Häuser, die schön, wie das aussieht, hey. Wie der nach oben wandert da. Gehört bereits zu Iran. Wir fahren jetzt rechts am Fluss entlang und ihr seht schon, ist schon angeschrieben. Das ist der Wahnsinn, hä? Da ein. Rechts abbiegen auf E 002M2. Da ist der Grenzzaun mit Kameras. Da kommt man nur schwer rüber, alles überwacht, hä?
so an der Grenze entlang fährt, haben jetzt die uns ausgesperrt oder haben sie sich eingesperrt, die Iraner? Hm? Die Frage ist, wem der Zaun gehört. Genau. Vermutlich er, den Armenier, weil er da der Kapital Straße ist. Das ist, glaube ich, gedüngt oder das ist, glaube ich, nicht so gedüngt. Ich hätte gerne die Blume. Wir stehen hier jetzt an der armenischen Grenze, sind eigentlich schon ausgereist. In der Grenze darf man ja nun nicht filmen, aber stattdessen filme ich euch jetzt diese süßen kleinen Hundewelpen. Oh, die sind so herzig. Aber wir werden sie jetzt kurz füttern. Ja, sie wollen von uns, dass wir alle Klappen aufmachen. Mal Blick in unsere Rückfahrkamera. Wir warten noch und gleich dürfen wir ganz rein in den Iran. So, das war es wieder von uns. Wir sind jetzt bereits im Iran. 3 Stunden hat es gedauert und jetzt habe ich nicht mehr so viel Internet, aber ihr werdet dieses Video am Sonntag sehen, dann wird es nämlich veröffentlicht, damit ihr Bescheid weißt, ich bin im Iran, bitte keine politischen Kommentare schreiben wegen meiner Sicherheit. Danke und danke, dass euch, wenn es euch gefallen hat, natürlich meine ich, danke, dass es euch gefallen hat, ich hoffe es jedenfalls. Und sonst, ja, kann man nichts machen, es ist so, wie es ist. Aber wir sehen uns bald wieder, Daumen hoch und nächstes Video wird Iran sein.